Hallo Leute, hier Schutzmann. Ja, ZF6, witziges Schiff, starker Zerstörer mit einer meiner Meinung nach starken Schwäche. Man mixt einfach gute Eigenschaften und baut sich daraus einen deutschen Premium-Zerstörer und packt ihn in das Werft-Event und lässt die Leute das Ding ranholen hier. Aber nichtsdestotrotz, die größte Schwäche meiner Meinung nach von der ZF6 ist einfach die Grundgeschwindigkeit. Der Tarnwert ist okay, die Guns sind absolut Porno. Wir haben auf 3,2 Sekunden Ladezeit, 128er, 1450 auf der HE, 6% Brandwahrscheinlichkeit, das ist ein bisschen zart, aber 32 mm Pen und 14,2 Kilometer Reichweite. Aber das Schmankel ist einfach noch die AP. Ich habe auch Günni, die Module und so zeige ich euch zum Schluss. 3171 ist natürlich ein wilder Wert, aber na gut. Die Torpedos sind auch sehr nice. 18.400, 75 Knoten schnell. Ach, leider nur 8 Kilometer Reichweite, aber wenn die treffen, das macht Aua. Wasserbomben 12 Stück, super viel, das ist sehr angenehm. 2904 Schadensbegrenzungsteam. Wir haben einen 73 Sekunden Nebel und wir haben einen 8% Motor Boost, Reload Booster und Death AA. Also, das Ding hat wirklich super viele Gimmicks. Aber wie ihr seht, die Grundgeschwindigkeit ist wirklich voll. Ja, was habe ich jetzt hier vor? Wieso, weshalb, warum? Was mich wundert und mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass die Cleveland komplett abhaut. Ich hätte mir gewünscht, dass die Cleveland an diese Insel ranfährt hier. Ich bin nur froh, dass meine Izumo und meine Iwami nicht abhauen. Da ich das sehen, also man sieht, dass die auf die klassische Camp-Position gehen. Oder ich will, Camp hört sich jetzt sicherlich negativ an, aber es ist nicht so gemeint, weil diese Insel ist von dieser Seite her ein sehr großer Vorteil. Ja, also mache ich hier erstmal den Luki Luki Meister und schau, was hier noch so geht. Meistens kommt ja auch ein DD direkt auf einen zugefahren. Ich sehe aber, mein RPF ist ziemlich weit links. Also versuche ich diese Insel. Ich mache mal größer hier. Ich sehe halt, dass der Cap angekappt wird. Also versuche ich jetzt diese Insel und diese Insel für mich zu nutzen. Ich will spotten für meine beiden Big Boys hinter mir. Oh, da kommt Radarschiff. Das bedeutet, Seattle hat 9 Kilometer, meine ich, waren das. Steht hier leider nicht. Sobald die Torpedos auftauchen, ist das natürlich ein Zeichen für die Seattle. Okay, hier ist ein DD. Also nutze ich jetzt halt diese kleine Insel hier. Ne? Ich drehe schon mal meine Türme, falls irgendwas wild wird hier. Schauen wir mal. Ja, sie hat Hydro an anscheinend. Das heißt, jeden Moment müsste Radar kommen. Ja, fast 12 in die Nase. Da ist Radar. Also habe ich jetzt halt diese Insel als Schatten hier genutzt, die kleine Insel hier als Schatten genutzt und warte jetzt das Radar ab. Ich will die Flooding wieder spotten und die Seattle, damit die wissen, dass ich hier nicht abhau. Weil die drei hier, und jetzt kommt der vierte Kollege hier noch, wissen ja jetzt, dass ich hier bin. Ne? Jetzt haben die ja vielleicht nicht so eine super große Angst von der ZF6. Aber das schränkt die natürlich ein bisschen ein. Meine Big Boys sind hier schön am Schießen und machen Stress. Und die Cleveland, guck mal, die Cleveland fährt in die Mitte. Ist ja von hier einmal, will die hier wohl komplett rüber. Naja. Wenn ich so solche Kreuzer habe wie Cleveland oder so und ich bin mit Reini oder Kunter oder Lars oder Dennis unterwegs, dann sage ich, komm, ich fahre hier rein. Ne? Ich fahre hier ran, block den Cap. Und dann fahren meistens die DDs dann von Reini oder was weiß ich, wer mit mir fährt, außen und macht hier sowas wie ich hier. Guck mal. Ich kann noch schlecht einschätzen, was der Kollege vorhat hier.
Jetzt mache ich mich wieder auf dem Weg zurück. Ich schmeiße jetzt hier meine Torps und freue mich ein bisschen. Die Vladi gibt aber Snap. Macht den Rhythm is a Dancer, also haut ab. Jetzt schmiede ich einfach den Plan, dass meine Big Boys kommen ja immer dichter, bis auf die Iwami. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Ich habe halt nur zwei Big Boys, aber wenn ich jetzt hier abhaue, ah, Seattle hat Hydro an, so wie es aussieht. Ja, jetzt wird die Seattle wild. Ich sehe es natürlich hier. Der Abstand verringert sich. Man kann es auch gut sehen auf der Minimap. Also fahre ich jetzt wieder zu dieser Insel hier. Oh, Pobeda hat meine Amagi rausgenommen. Ja. Und jetzt gibt es Geschenke. Ich sehe, dass er eindreht. Also lade ich um. Ich warte. Und jetzt geht's ab. Reload Booster rein. Mach dein Radar ruhig an. Ich bremse ab. Ich will nicht die komplette Seattle-Salve abkriegen. Ja. Und das war's. Radarschiff weg. Na, und jetzt denke ich mir so, okay, meine Big Boys spotten. Jetzt kommt meine Zeit. Ich mache mal die Minimap wieder kleiner. Vladi ist hinter der anderen Insel. Ihr seht es. Ich halte jetzt die. Ich fahre jetzt so rückwärts, dass ich die Vladi zwischen diese Insel halte. Weil dem Izumo-Spieler bin ich wohl egal. Und ihr seht, meine Guns machen schönen Schaden. Ne? Ich fahre ein bisschen dichter ran an die Insel, um ja für mich auch ein sicheres Gefühl zu haben, falls hier einer verrückt wird. Dass ich schnell verschwinden kann. Aber. Jetzt farmen wir ein bisschen, ne? Ich finde es immer noch schwer für mich. Ich fühle mich selber immer noch mal unter Druck gesetzt, wenn ich im DD sitze. Ach, ich muss jetzt unbedingt in den Cap. Ne? Also, auch wenn ich eigentlich gar keinen passenden DD dafür habe. Also, das war wirklich ein ziemlich langer Lernprozess bei mir. So nach dem Motto, dass mir das erstmal egal ist. Ne? Ich spotte dann lieber erstmal. Und versuche halt nicht, mich da unter Druck zu setzen. Jetzt werde ich aber langsam gierig. Ihr seht, wie die Türmchen drehen. Ich fahre extra rückwärts. Türmchen drehen. Oh, er ist jetzt zu. Mein Motoboost läuft noch. Hat geschossen. Also so ist er jetzt länger auf. Ne? Ja, kann ich jetzt hier noch ein bisschen farmen. Ich bin überlegen, ob ich nicht hätte früher HE nehmen sollen. Aber die Brandwahrscheinlichkeit der ZS6 ist eigentlich relativ schlecht. Ich hau nochmal Redo Booster rein, nehme jetzt aber HE und hoffe, dass ich nochmal einen Brand trigger. Oh, Bionier hat getriggert. Ich fahre rückwärts in Smoke. Da ist sie. Vladi wieder. Ich mag auch die Mischung aus Gun-DD und so ein bisschen Torpedo-DD. Da fühle ich mich noch sicher. Also fühle ich mich sicherer als ein reinen Gun-DD oder ein reiner Torpedo-DD. Oh. Ach ja, und noch ein Nachteil. Die ZS6 ist sehr schwerfällig. Da ich halt kein DD-Spieler bin, muss ich nochmal erstmal mein Lieblings-DD finden. Irgendwie so. Ich fahre gern Underdogs, so wie Z35 oder ZF6. Das sind ja einfach so Schiffe, die sieht man einfach nicht mehr. Ne? Wenn die Spieler die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, es gibt halt die Somme oder die Jütland, das sind halt sehr starke Premium-Schiffe oder wenn einer hat, die Benham. Ne? Aber ansonsten ist auf Stufe 9 ja die immer dieselben Verbrecher. Ne?
Ich sehe Amagi. Also nutze ich halt die Insel jetzt hier wieder. Ich habe halt die Insel genutzt. Oh, und endlich mal ein Brand. Der erste Brand. Ich habe halt die Insel genutzt, um zuzugehen, weil ich habe das Gefühl, dass der Amagi-Spieler wilde Sachen macht. Ja, da ist der Kollege auch. Und wir sehen 34,9 Knoten. Ist ein Witz. Vielleicht hätte ich noch mal flink und leise nehmen müssen. Aber da Günni ja eher auf ganz getrimmt ist bei mir. Drop Fighters, ja. Aber meine beiden Big Boys hier sind am Start. Mein Smoke ist gleich wieder ready. Und ihr wisst, was passiert. Ich habe das Gefühl, oder ich sehe es halt auf der Minimap, dass der Amagi-Spieler anfängt einzudrehen. Also Smoke rein. Leider nur ein Torpedo. Aber jetzt kommt wieder die Stärke der ZF6. Die macht wirklich guten Damage, ne? Jetzt farm ich den Kollegen erstmal runter. Mit meinen beiden Big Boys im Nacken. Ich meine, Günni hat schon getriggert, aber diese 2,9 Sekunden, wenn ich mir das hier so angucke, es fühlt sich nicht an wie 2,9 Sekunden, ne? Gebe ich wirklich zu. Ich habe noch ein bisschen Smoke, also ich wechsle gleich auf HE, glaube ich. Und was nochmal zu erwähnen war hier, wo ist er? Triodit. Ja. Gefährlicher Gegner, falls ihr den mal seht, grüßt ihn mal und passt auf, wenn er im Gegnerteam ist. Der ist halt ein guter Spieler. Ja, jetzt haben wir die Seite geklärt. Da ist die Vladi. Und ich sehe halt, dass mein RPF umspringt. Letzte Position vom DD ist hier und jetzt ist mein RPF hier. Und dann denke ich mir, alles klar. Ich hole noch ein paar Cap-Punkte mit ab. Das war ein großartiges Gefecht. Ich mag auch die Werftarnung. Die ist schön. Ja, wie gesagt, ich sehe halt die letzte Position. Mein RPF zeigt hierhin, also drehe ich erstmal dort ein. Places my PC next to toilet. Oh. Okay, ja. So, wollen wir mal gucken. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt hier die Überhand gewonnen haben. Und werde jetzt auch ein bisschen übermütig. Das war auch ein sehr großes Problem für mich. Ich hatte noch ein, zwei Replays auf dem Desktop, aber es wurde ja schon wieder irgendwie ein Patch, also mein Programm sagt, nee, sie benutzen die alte Version von den Replays, also deshalb schiebe ich jetzt hier die ZF6 rein. Ja, schon nicht schlecht, was Sigma da anmacht. Thunder Crosser. Oh, Pobeda, bitte mach mich nicht auf. Die Flugabwehr ist auch sehr gut von dem Ding hier. Da ist der Kollege. Er nebelt. Ich schieße nicht. Reparieren. So, und jetzt hat er aber was anderes gemacht. Ist ja so der Klassiker. Die meisten smoken sicher und machen so wie ich, fahren jetzt einfach rückwärts. Aber dass ich jetzt anfange zu ballern und mein RPF ist umgesprungen. Ich dachte, es ist die Fladi, aber nein, das RPF ist natürlich auf der Shiatsu. Die ist nämlich nicht nach vorne, nicht nach hinten gefahren, so wie ich es jetzt gerade mache, sondern die ist nach vorne gefahren. Und das war mein Fehler. Ich habe das jetzt auch gemerkt und denke mir, okay, ich heb mir meinen letzten Reload Booster auf für die, ja, und da habe ich halt, das war ein großer Fehler von mir. Ich gebe wieder Gas. Ich hoffe, dass ich den letzten Torpedo noch wegkriege da. Aber ne, der trifft mich genau im Popo. Und jetzt wurde mir bewusst, okay, dass vorhin das RPF nicht auf die Vladi umgesprungen ist, sondern auf die ZF6.
Ich habe aber, wie gesagt, null Chance jetzt noch. Und jetzt trifft er mich noch mal blind. Ich fahre raus. Ich wechsle um auf HE. Und denke mir so, na, wo ist der Kollege? Mein RPF springt um. Da ist er. Aber der Eifer von der Shiratsu war einfach viel zu groß. Das war ein Fehler von mir. Ne? Also, ich sag ja mal, ich habe RPF-Scanner, damit ich weiß, was los ist. Und da ist einfach, ja, ich habe jetzt verloren, nicht weil meine Teamkollegen doof sind, sondern weil meine Gier mich dazu zum Versenken gebracht haben. Wird nochmal spannend hier. Ich spule mal vor. Schade, dass die Implacable nicht hier die. Izumo war ja schon so gut wie tot. Ich weiß gar nicht, warum ich auf der Implacable bleibe. Izumo hat nämlich. Ja, die Izumo hatte nämlich so gut wie kein Leben mehr. Da ist meine Iwami. Man sieht ja die St. Louis. Ach, ich liebe diesen Kreuzer sehr. Das ist ein richtig schöner Kite-Kreuzer. Hat super wenig Leben, aber dazu werde ich noch mal ein Video machen, weil die Kanonen von der St. Louis, die sind wirklich. Ist eine aufgepustete Charles Martel, hat aber kein Leben. Ihr seht es, 40.900. Also ist nichts für vorne. Aber wenn ihr im Kite steht oder ihr macht einen auf Insel. Dann die Kanonen von der St. Louis sind wirklich absolut schön. Ja, jetzt hat der St. Louis-Spieler einen richtigen Riecher. Er sieht, B wird angekappt. Ja, Izumo hat nur noch 1000 Leben. Ja, mal gucken. Izumo hatte vorhin ja noch ein Schiff rausgenommen. Oh. Da ist er. Ja. Und jetzt passiert genau dasselbe der Shiratsu, was mir passiert ist. Triodit, ärger dich nicht. Mir ist dasselbe passiert. Jo, jetzt fahrt meine St. Louis noch ein bisschen was ab hier. Und aber meine Implacable hatte keine Bock auf diese Low-HP-Geschichte da, Izumo. Ja, leider nur 113.000, zwei Torpedotreffer nur. Was gab das Base-XP technisch? Oh, 1800, fast 2300, sehr gut gespielt. Triodit, auch sehr gut gespielt. Ausführlicher Bericht. Brände und Wassereinbrüche. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt, die Brandflaggen und Wassereinbruchflaggen zu benutzen. Also, weiß ich nicht. Gucken wir mal, was das netto gab. Oh, alles klar. Dann ziehe ich jetzt mal die Module rein. Ja. Magazin-Detto verbessern. Also, dass du nicht so schnell die Luft legst. Schutz der Manövrierfähigkeit, das brauche ich auch. Ja, ist halt auf Gun getrimst. Dass ich schneller beschleunige aus dem Smoke oder so. Tarnung und Reload ist das. Ja. Und schauen wir uns mal Günni an. Ja, präventive Maßnahmen. Super schwere AP. Komplett auf Gun. SAP. SAP sage ich schon. RPF. Tarnung und mehr Leben. Gut, Leute. Ja, ich muss mal gucken, ob ich mein Client irgendwie wieder zurücksetzen kann. Sonst ja, habe ich heute noch einiges vor, um wieder ein paar Runden für euch fertig zu machen. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß und mach's gut. Tschüss.